Ricardo Illy, Chef der weltbekannten Kaffeemarke, war der wichtigste Gast beim zweiten Treffen der Innovationsgespräche, einer Initiative, welche den Weg für das Innovationsfestival im nächsten Jahr ebnet. Forschung, Entwicklung und Innovation sind die drei tragenden Pfeiler für die Zukunft Südtirols. Es sind auch drei strategische Begriffe für die Politik der Landesregierung. Das Ressort Innovation fördert das Potenzial der Innovation auch im Lebensmittelbereich. In diesem Sektor werden andauernd neue Produkte erarbeitet und Verarbeitungsprozesse verfeinert. Insbesondere wird immer mehr auf den Geschmack und auf die Nachfrage der Verbraucher eingegangen und auf bessere Vermarktungs- und Vertriebsstrategien gezielt. Kurzum, Produkt- und Prozessinnovation ist auch in Lebensmitteln ausschlaggebend und umgänglich. Bei dem Treffen, das im überfüllten Innenhof des Palais Widmann stattgefunden hat, hat Ricardo Illy die Geschichte seiner Firma erzählt, die immer schon stärker auf Forschung und Qualität gesetzt hat. Daher hat Illy auch die Bedeutung der Innovation hervorgehoben. Innovation stellt nämlich besonders für ein kleines Land wie Südtirol die Chance dar, auch in Zukunft den erreichten Wohlstand halten zu können. Die Innovationsgespräche sind ein erster Schritt in einer neuen Gesamtstrategie für die lokale Wirtschaft. Ziel ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, damit Südtirol die Herausforderungen der Modernisierung durch Forschung und Innovation meistern kann. Den kleinen und mittleren Betrieben in Südtirol muss dafür das nötige Instrumentarium geboten werden. Der geplante Technologiepark ist für Ricardo Illy unbedingt notwendig, um auf nationaler und internationaler Ebene mithalten zu können. Am Treffen im Palais Widmann haben auch Ulrich Wallnöfer, Mitgründer und Co-Promoter von Pur Südtirol, und Bettina Schmidt, verantwortliche Cluster Alimentaris im TIS, teilgenommen. Das nächste Treffen der Innovationsgespräche wird am 26. Oktober unter dem Titel Die Kunst der Innovation in Meran stattfinden. Alle Infos gibt es im Internet unter www.innovation-now.it.